Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband. Ja, wir haben das letzte Mal uns ein bisschen um das Dorf gekümmert und ja, jetzt sind wir ein bisschen am Kacker, am Arsch, weil der Krieg mit den Kanadkägenden beginnt wieder und wir sind nicht gerade momentan gut in Vegir. Dann habe ich mal gedacht, wir wechseln das Reich und gehen zu den Rodox, die haben unsere Hilfe nötig, um diese zwei, also um diese Burg zu erobern. Dann ist ja auch das Dorf ihnen. Und dann schauen wir mal weiter, wir können das Reich immer wieder wechseln, das ist gut. Das wusste ich eigentlich am Anfang gar nicht. Hab's mal ausprobiert und ja. Und da haben wir noch ein Problem. Unsere Frau hat einen anderen. Und ich will momentan nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir schauen uns in Rodok nach einer neuen um. Also geheiratet haben wir eigentlich gar noch nicht. Wir werden dieses Lehen verlieren. Okay. Da müssen wir also gehen, weil Krieg gegen Sarantien ist. Da werden sie wahrscheinlich nicht gerade so gut rauskommen. Sarantien ist stark. Haben wir in Tismir noch etwas zu kaufen oder so? Nein. Okay, wir können einfach gehen. Wir haben sowieso keinen Aufpasser für das Dorf, also keinen, der die uns die Sachen übernimmt. Deshalb werden wir hoffentlich bald ein neues Dorf bekommen von den anderen. Wir können mal diese Banditen noch angreifen. Aber die sind fast zu schnell. Entschuldigt, Hauptmann, es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ich schloss mich dieser Kampagne, ja, weil er gehen muss. Du hast ja nicht so viele gute Ausrüstung, dann geh mal weg. Ja, kann halt passieren. Ich bin halt edel und cool und skrupellos und nice. So, jetzt gehen wir zum König und legen den Treueschwur ab. Da entbunden. Das haben wir zwar halt minus beim König bekommen, aber wahrscheinlich auch plus minus bei den anderen. LOL. Ah, das ist eben wegen, weil der die andere geheiratet haben. Ja, Liebe. Gehen wir noch kurz. Nein. Dann solltet ihr nun eines Besseren belehrt sein. In Ordnung, ich werde es in Erinnerung behalten. Oh mein Gott. Eben, da haben wir gemacht. Schauen wir mal bei einem anderen vorbei, ob der uns nicht mehr mag. Aufgekündigt, das ist eure Entscheidung, aber erwartet nicht, dass ich euch auf dem Schlachtfeld leicht machen werde. Was? Weil ich Gegner bin, ich werde doch kein Gegner von dir. Und als so ein Ding, ich werde einfach die Kollegen dann immer wieder freilassen. Dann merken sie mich plötzlich dann wieder. Wir nehmen hier noch ein paar von diesen Swadien mit. Ja, zwei. Zwei bringt uns nicht so viel. Und wir gehen rüber nach Rodox. Das ist spannender dort. Auch weil sie mir viel mehr gefallen. Weil sie mich an die Schweiz erinnert. An die Helvetier. Also die frühere Schweiz. Und hier kämpft irgendwo jemand.
Ihr haltet ein Angebot auf Vasallentum. König Halios vom König Eswardin hat einen königlichen Herold ausgesandt, um euch persönlich eine Entscheidung zu überbringen. Ich würde die Ehre zuteil, ein fürstlicher Vasall von König Eswardin zu werden. König Halios erbittet im Gegenzug, ihm einen Treueschwur zu leisten und in seinen Feldzug zu kämpfen. Für einen Treuendienst bietet euch das Lehen von Tost dar. Er wird es sicherlich als Beleidigung ansehen, wenn ihr das Angebot ausschlagt. Nein, ich nehme es nicht an. Ich werde es ausschlagen und auch egal, ob er mich nicht mag und Ding. Das wird halt jetzt gemacht, weil wir sehr viel Ansehen haben. Das ist Köden, das will ich nicht annehmen. Yeah, um minus 3, also um 3 weniger verschlechtert. Oh Gott. Also gehen wir mal nach Farduka. Felduka. Feluka. Okay, Feluka. So. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich habe das Mikrofon jetzt oben gelassen, weil immer dieses nach dem Reden, nach einem Wort nervt ein bisschen und wahrscheinlich auch euch, weil das Mikrofon einfach viel zu stark eingestellt ist und ich es nicht runterziehen kann. Es ist zu sensibel. Zu stark ist es nicht, es ist nicht zu laut, aber es ist zu sensibel. Und jedes kleine Lüftchen, das ich auslasse, kommt dann einem Orkan nahe. Mal schauen, ob wir auch ein Angebot bei Veluka bekommen. Haben wir eigentlich Ansehen verloren? Nö. Scheinbar nicht. Burg Grunwalder. Riecht dir diese frische Luft, Bruder? Hier war meine Heimat, bevor ich auf der Suche nach Gold das Land verließ. Es ist gut, wieder hier in den Hügeln zu sein. Es ist der Geruch der Freiheit, das ist die Wiege der Freiheit, Rodox. Hier unter Burg Grunwalder. Erzählt mir mehr. Zu Zeiten meines Vaters kamen die Swadien und dachten, sie könnten unser Stirn binden und zu unserem Herrn werden. Aber Grunwalder, ein alter Veteran der Kriege in den Hügeln, zeigte uns, wie man eine Schlachtreihe mit dem Speer und Armbrust aufstellte, die einen swadischen Angriff abhalten konnte. Er fiel im Kampf, aber das Volk benannte nach ihm die Burg, die genau an der Stelle gebaut wurde, wo er fiel, so dass wir uns an ihn erinnern würden und immer fest den Attacken des Reiterheers standfest. Standhalten oder irgendwas. Also, wir bauen hier Maulbeerbäume für Seide an und auch Kermesseiche für Kermesseiche für Färbemittel. Wir bringen sie nach Jelkala, wo man sie zu feinstem Samt webt. Nicht, dass ich je genug Dinar in der Tasche hätte, um Samt zu kaufen, aber die Handwerker Jelkalas machen auch gut Armbrüste und dafür werde ich ihnen ihre Luxusartikel nicht neiden. Okay, schön. Leider ist es jetzt bei Swadien, aber das erobern wir gemeinsam zurück, hoffentlich. So, Veluka. Ich brauche euren König. Was ist denn der König von euch? Gehen wir ab zuerst mal in die Schenke. Ah, wieso muss die Schenke da oben sein? Gugus, Minensänger. Hast du irgendwas? Ja, okay, machen wir das kurz. Jetzt gehen wir nochmal. War da nicht noch ein anderer? Wahrscheinlich eine Leibwache, ja. Marktplatz, Warenhändler. Schauen wir mal hier das Zeugs an. Nichts Gescheites. Zu teuer das Brot. Brot haben wir aber auch noch genug. Ah, was habt ihr eigentlich für Waffen? Nordisches Kurzschwert, Stahl, Schild, Sandisches Breitschwert, nichts Gescheites. Aber dafür gute Rüstungen, so ein Plattenpanzer, ist recht nice. Oder hier ein geflügelter Topfhelm. Oh.
Belgier Adelshelm. Nice. Geht zur Burg. Zwei Frauen sind hier. Hallo Dame. Ich will einen Aufenthalt von Grevet. Ja, ich kann. Okay. Ja. Schauen wir, dass wir ein Angebot, also ein Dorf wieder bekommen. Wir müssen hier irgendwo hier drüben. Genau. Durch. Mein Menschenjäger. Buvran. Jetzt kann jemand befördert werden. Ja, ein Rekrut. Okay. Jelkala. Etrosk. Hallo Herr Etrosk. Oder Sir Etrox. Graf Etrox. Okay. Schenke. Was ist denn hier? Einen Reisenden, Jeremus. Jeremus, willst du mitkommen? Naturphilosoph, okay. Okay, komm mit. Ein Wundarzt können wir sowieso noch gebrauchen, falls die andere weggeht. Nichts Gescheites. Waffen. Biedenhänder. Hackmesser. Das wäre doch mal was. Viel zu teuer. Wie viel haben wir? Wir nehmen das Hackmesser, weil... Weil, Zweihand... Schwerter viel schneller sind. Und hier auch stärker, also nehmen wir. Wir sollten sowieso mehr auf uns achten, weil wir machen ja den Damage von 20 Einheiten. Dann Burg. Herr König, was seid ihr? Da ist er. Nein, der da. Okay, sieht nicht nach einem König aus. Steht's zu Diensten. Man sagt, ihr habt einem der Heuchler, die meinen Anspruch auf die Krone Kalrat jetzt anfechten, treu geschworen, aber wir können uns trotzdem unterhalten. Wem? Ein Heuchler? Aha, wahrscheinlich der König von Vergil. Mein Fürst, ich bin gekommen, um euch mein Schwert als treuer Vasall darzubieten. Drago Basel, ihr seid als tapferer Ritter und guter Anführer bekannt. Mit Freude werde ich euren Speer in meine Dienste aufnehmen und euch in den Rang eines Vasalls erheben, wenn ihr mir die Treue schwört. Ich bin bereit, mein Fürst. Gut, dann wiederholt meine Worte. Ich schwöre euch als rechtmäßigen Herrscher von Königreich Rodok die Treue. Ich werde euer loyaler und ergebener Soldat sein, solange ich auf dieser Erde weile. Und ich werde an eurer Seite gegen eure Feinde zu Felde ziehen, solltet ihr mein Schwert benötigen. Letztlich werde ich euren rechtmäßigen Thronanspruch und den euren legitimen Erben aufrechterhalten. Nun gut, ihr habt mir euren feierlichen Schwur geleistet, Drago Basler. Möget ihr ihm stets mit angemessener Tapferkeit und Ergebenheit entsprechen. Lasst alle wissen, dass ihr von diesem Tag an ein auf mich eingeschworener Mann und Vasall seid. Ich gewähre euch meinen Schutz und gebe euch das Recht, in meinem Namen zu kämpfen. Ich bürge dafür, dass ich euch ohne das rechtmäßige Urteil des Hochalters oder ohne Verletzung der Gepflogenheiten des Landes nicht das Leben der Freiheit oder in Besitz zu mir berauben werde. Fürderhin gebe ich euch das Lehen Dirikszene mit allen Pachten und Einkünften.